Wodurch? Oder wo lang? Hier drüben! Ich helf dir hoch! Okay, okay. Na los! Komm! Gar nicht gut! Oh, verdammt! Es muss doch einen Ausgang geben! Ich sehe keinen. Oh, danke, Jungs. Danke. Boah, ihr seid echt gut zu uns, Jungs. Los. Wir müssen hier unbedingt raus. Arnold? Alles klar. Wir treffen uns drüben. Toll. Bin gleich da. Super. Vorsichtig. Ganz vorsichtig. Ganz vorsichtig, bitte. Nate? Oh, Nate. Okay, Nate. Lieber klettern. Komm schon nach oben. Vorsicht, Nate! Holy shit, ey. Ach du Scheiße. Oh wow, ach du Scheiße. Was für ein Wichser. Okay, runter hier. Wow. Oh, was für Wichser. Okay, Sully, wir müssen jetzt hier raus. Halt! Da oben! Holy shit. Los, los! Laufen! Shit, Mist! Sully, ich sitz fest, oh, nicht mehr! Die zwei! Runter! Shit! Danke! Okay! Los! Komm schon! Oh Mann, Freunde. Ihr wollt mich doch verarschen. Wow. Oh, Jungs, ey. Was ist... Nein, nicht schon wieder. Komm, Sully, ich hab dich. Los! Los! Ritter, weiter! Na los, Nate! Oh, können wir nicht einfach durchs Fenster springen?
Ja, und da sind wir gekommen, ne? Oh, ihr Pisser. Hilft uns gleich alles ein! Zu spät! Verdammt! Du Pisser, Alter. Was machst du noch hier, Alter? Meine Güte. Okay, okay. Ja, ich lauf schon. Och, jung, Alter. Können wir nicht endlich hier verschwinden? Eine Leiter! Los, komm! Da ist die Leiter. Oh. Nicht schon wieder. Los, Sally! Festhalten! Oh, Scheiße! Los! Halt auf mich! Oh mein Gott! Der verdammte Turm bricht zusammen! Lauf! Fuck, lauf! Lauf! Los! Lauf weiter, Sally! Oh, Scheiße! Los! Das war knapp, was? Geht's dir gut? Oh, ja. Einfach großartig. Ja. Gib mir mal einen Moment. Du vergisst irgendwie immer, dass ich 25 Jahre Vorsprung habe. Komm schon, Sally, du bist stark wie ein Ochse. Ja, ja, klar. Also, warum die Eile? Die denken doch, wir wären da drin. Hat nicht viel gefehlt. Erstmal im Ernst. Ich glaube, ich habe einen Faden verloren. Warum machen wir das hier eigentlich alles? Oh, nein, 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 nein. Wenn da jetzt einer deiner Ich bin dafür zu alt reden kommt, lass es bleiben. Hey, die Jungs hier verstehen keinen Spaß. Ja und? Willst du jetzt einfach aufgeben, oder? Aber es redet doch niemand davon, aufzugeben. Dann tu bitte nicht so, als wärst du reif für die Kiste, okay? Hör zu, Junge. Ich bin seit 20 Jahren für dich da. Und daran wird sich auch jetzt nichts ändern. Das kannst du mir glauben. Ich will auch einfach nur sicher sein, dass wir hier das Richtige tun. Dein verdammter Stolz vernebelt dir das Hirn. Du wirst unvorsichtig. Das solltest du besser wissen. Du wirst noch dabei draufgehen. Verdammt! Am Ende gehen wir alle dabei drauf. Oh nein. Was? Carter und Chloe. Sally, wenn sie uns gefolgt sind... Oh, Scheiße, dann werden sie den beiden auch folgen. Wir müssen sie irgendwie... Ja, und dann nichts wie ab nach Syrien. Ich hoffe nur, dass du weißt, wo unser Auto steht. Ich bin nämlich vollkommen orientierungslos. Verdammt, ich kann die beiden nicht erreichen. Irgendwas stimmt da ganz und gar nicht. Wann macht denn der Laden wieder auf? Wir haben noch ein paar Stunden, bis die Touristen anrollen. Na, dann schwingen wir die Hufe. Die Kette ist durch. Okay, dann sind wir wohl nicht die Ersten hier. Naja, aber Marlo und Talbot halten uns für tot. Also haben wir das Überraschungsmoment. Verbocken wir es nicht. Genau. Wir schleichen uns rein und finden raus, wo sie Chloe und Cutter festhalten. Wenn sie hier sind. Positiv denken, Sally. Ich finde nur, dass die Typen nicht nach Geiselnehmern aussehen. Seien wir doch einfach mal optimistisch, okay? Wir retten Cutter und Chloe und schleichen dann zu viert wieder raus. Klar. Rausschleichen. Na klar, warum nicht?
Kapitel 8, die Zitadelle. Wir sind hier in Syrien, wir müssen Cutter und Chloe retten, weil wahrscheinlich Marlo und Talbot und ihre Gang sie wahrscheinlich ihnen gefolgt ist und naja, ihr wisst schon. Hier geht's hoch. Schlimme Dinge gemacht hat. Ich warte. Okay, warte. Okay. Okay. Okay, Sally, alles klar. Komm hoch. Ich gehe oben entlang. Ich sage dir, wenn es sicher ist. Alles klar. Wow. Alles gut? Nee, eigentlich nicht. Einigermaßen. Ich bin gerade knapp den Tod entwischen, also eigentlich nicht. Sollen wir mal schleichen probieren? Wer ist da? Was ist das? Alter. Holy shit, Alter. Warum direkt so aggressiv? Findet ihn! Weiter nach ihm suchen. Wo ist der hin? Ich seh dich! Wow. Die Para würde ich gerne haben.